Generalprobenzeit in Antholz, herzlich willkommen. Es sind nur noch genau 22 Tage, dann werden die meisten des heutigen Tages, des heutigen Rennens in Sotschi am Start sein. Dann geht es um Gold, Silber und Bronze. Heute geht es darum, wer gewinnt das fünfte Verfolgungsrennen dieser Saison. Links Anaïs Bescon, die schnellste gestern im Sprint. Rechts daneben Andrea Henkel, dann Daria Domracheva und Susan Dunkley. Das die ersten vier. Und es sind nur noch 10 Sekunden, dann geht es los. Jede ist selbst dafür verantwortlich, nicht zu früh zu starten. Wer zu früh losläuft, der bekommt eine Zeitstrafe oder wird sogar disqualifiziert. Los geht's! Sieben Sekunden also sind es nur, die Andrea Henkel hinter Anaïs Bescon losläuft. Und dann nur 3 Sekunden dahinter Daria Domracheva. Und dann kommen sie, Tora Berger, Kaisa Mäkeräinen gleich, Franziska Preuß natürlich, die zweitschnellste Deutsche. Es sind nur 51 am Start, 9 verzichten heute aus Schonungsgründen. Darunter die Nummer 5, Jana Romanova. Aus Russland und die verzichtet nicht freiwillig. Die Läuferin selbst wollte starten. Ihr Trainer Pavel Rostovtsev hat gesagt, sie kann meinetwegen auch starten. Aber Viktor Maigurov, der Vizepräsident und der Teamchef hier, der hat gesagt, sie startet nicht. Also da gibt es offenbar Zwist im russischen Team. Es ist ja ohnehin ein zweigeteiltes Team. Die eine Hälfte, zu der Jana Romanova gehört, wird ja vom deutschen Wolfgang Pichler trainiert, der auch sagt, es ist nicht einfach dort. Man legt sich gegenseitig Steine in den Weg und nun startet hier eine, die als Fünfte hätte laufen sollen, nicht. Mit der 21 haben wir gesehen, Laura Dahlmeier, eine der 5 Deutschen. Sie noch unter einer Minute hinter der Spitze. Insgesamt 23 Frauen in einer Minute. Bei den Männern sind es nur 16. Also es ist dann ausnahmsweise mal gleich mit der 39 dort Franziska Hildebrand, 4. Deutsche. Eine sogar etwas engere Konstellation als bei den Männern gibt es selten. Die Nummer 60 mit 2 Minuten 6 Rückstand. Die 60 bei den Männern hat 2:16 Rückstand. Also es ist ein Verfolgungsrennen, das Spannung verspricht. Die Startabstände sind gering. Anaïs Bescon auf der ersten von 5 2-Kilometer Schleifen. Es ist die kürzeste Runde und dahinter Daria Domracheva bereits vorbei an Andrea Henkel. Das war zu erwarten. Sie ist die Laufstärkste im Feld. Henkel, dann Dunkley, dann Berger. Dort wäre Romanova drin gewesen in dieser ersten Gruppe. Franziska Preuß auf der ersten Runde mit der Startnummer 7. Ihr Rückstand am Start 19 Sekunden. Das ist weniger als eine Strafrunde. Und da hier, das wissen Sie möglicherweise, 4-mal geschossen wird, 2-mal liegend und 2-mal stehend, ist für alle, die hier innerhalb von einer Minute starten, nach wie vor auch noch alles drin. Gab es offensichtlich einen Stockbruch. Bernd Eisenbichler, Teamchef der Amerikaner, versorgt Susan Dunkley mit einem neuen Stock. Franziska Preuß 16 Sekunden jetzt hinter Anaïs Bescon. 19 waren es am Start. Nadezhda Skardino, Mannschaftskollegin von Daria Domracheva, an Mäkeräinen auf Position 8. Sicherlich auch eine der großen Favoritinnen heute, die Finnin. Dann die nächste Gruppe, das ist die Gruppe mit Laura Dahlmeier, 41 Sekunden, das waren 50. Also in der Nachführarbeit geht es dort schnell voran. Anaïs Bescon jetzt eingeholt sogar von Daria Domracheva. Bescon, für sie war es ja gestern der erste Weltcup-Sieg ihrer Karriere. All-Stars regular, no time adjustments, keine Frühstarts. Daher also auch keine Zeitstrafen. Es war der erste Weltcup-Sieg für sie. Er kam nicht ganz überraschend. Läuferisch gehörte sie in diesem Winter schon immer zu den Besten. Nur am Schießstand, vor allem im Stehenschießen, da war sie noch nie so richtig gut durchgekommen. Aber es war im Grunde genommen eine Frage der Zeit, bis sie mal aufs Podium laufen würde. Nach ganz oben dann gleich beim ersten Mal. Das war natürlich für sie umso schöner. Sie hat gesagt, als sie ins Ziel kam und die Eins leuchtete auf, da dachte sie erst, es sei ein Fehler.
Jetzt hier auf der Huberalm. Viele Zuschauer dort draußen an der Strecke. Dort gibt es ja einen Biergarten direkt neben der Strecke hier auf der rechten Seite zu erahnen. Da kann man beim Weißbier Biathlon schauen. Domracheva jetzt vorn vor Besgrand, Berger, Henkel, Dankli. Diese Fünfergruppe zusammengeblieben. Und dann kommt Franziska Preuß. Die 19-jährige Jüngste hier im Feld. Andrea Mali ist übrigens die Älteste, nicht Andrea Henkel. Und jetzt geht es zurück ins Stadion. Schwerer Anlauf hier an den Schießstand. Denn man kommt dort aus der Brücke hinauf, einen Anstieg. Und dann geht es auf der Phase, in der sich die Athleten jetzt befinden, auch die ganze Zeit leicht bergan. Dazu die Höhenluft hier auf 1600 Metern. Es ist deutlich schwerer hier zu schießen als zum Beispiel in Ruhpolding in der vergangenen Woche. Die ersten beiden Serien werden jeweils im Liegendanschlag geschossen. Jetzt also das erste Schießen, Domracheva ganz vorn. Das wird in der Verfolgung von vorne aufgefüllt. Klaus Siebert, der deutsche Trainer von Daria Domracheva. Wer nicht trifft, der muss in die Strafrunde. Nachladepatronen gibt es in einem Verfolgungsrennen nicht. Und Preuß schon da. Domracheva beginnt. Henkel oben in der Grafik. Ein Treffer schießt von rechts nach links. Domracheva schon 4 Treffer. 5 Treffer. Domracheva geht in Führung. Was machen die anderen? Henkel ebenfalls 0. Berger muss in die Strafrunde. Besgrand. Dankli auch 0. Preuß. Der letzte geht bei Franziska Preuß daneben. Anaïs Besgrand schießt 0. Und Daria Domracheva hat jetzt 7 Sekunden Vorsprung vor Henkel, Dankli und Besgrand. Laura Dahlmeier hat schon 4-mal getroffen. Und auch der 5. geht hinein. Sie ist ja die beste Liegenschützin statistisch. 94% Trefferleistung in den Wettkämpfen. Also Dahlmeier macht jetzt einen ordentlichen Sprung nach vorn. Von 21 war die ja gestartet, ist jetzt auf dem Weg zur Zwischenzeit, wenn Sie rechts unten schauen. 9. jetzt Berger raus und dann müsste gleich Laura Dahlmeier kommen. Franziska Preuß 11., Laura Dahlmeier 13. 37 und 39 Sekunden der Rückstand. Dort unten Franziska Hildebrand mittendrin. Mit der Nummer 39. Unten in der Grafik zu finden. Aber sie schießt einen Fehler. Ja, kommt hier nicht so gut zurecht am Schießstand wie sonst. Eine Strafrunde für Franziska Hildebrand. Und das ist die 5. Deutsche, Vanessa Hinz. 50. war sie mit nur einem Fehler läuferisch. Zu schlecht im Sprint. Für sie geht es ja auch noch darum, möglicherweise als Ersatzfrau für Sochi nominiert zu werden. Nicht mitzufahren, aber als Nummer 6 sozusagen in Deutschland zu warten. Und jetzt schießt sie 0. Sehr gut. Es gibt sozusagen ein Fernduell zwischen ihr, Katrin Lang und Nadine Horchler. Die beiden anderen hatten im Weltcup bereits ihre Chancen und starten heute quasi zeitgleich in Ruhpolding beim IBU Cup. Eine von den dreien geht nach Sochi. Und das die Serie von Andrea Henkel, das erste Schießen. Hat deutlich langsamer geschossen als Daria Domracheva, musste sie deswegen auch ein wenig eher vom Schießstand weglassen. Aber es war ein tadelloses Schießen. Und das freute natürlich auch ihre Schwiegereltern in Spe. Mama und Papa Tim Burke haben sie im Vorlauf kennengelernt. Daria Domracheva, die dürfte jetzt ihren Vorsprung ein wenig ausbauen. Die muss jetzt ihre läuferischen Qualitäten ausspielen dort auf der Strecke. Sie ist natürlich die große Favoritin Domracheva, aber sie ist im Stehendanschlag eine Wackelkandidatin. Besgrand, ja, 12,8 Sekunden sind es jetzt. Besgrand war 10 Sekunden zurück. Henkel und Dankli mussten die Französin ein wenig zumindest ziehen lassen, liegen jetzt 5 Sekunden dahinter.
Aber Andrea Henkel weiß, dass sie hier über den Schießstand kommen muss. Dass sie läuferisch nicht mithalten kann mit den beiden, die ganz vorne laufen, mit Daria Domracheva und Anaïs Bescon. Daria Domracheva, Platz 30 reicht ihr heute und sie wird das gelbe Trikot der Gesamtweltcup-Führenden wieder übernehmen von Gabriela Sukalova. Die war ja disqualifiziert worden im Sprintrennen. Da war ihr beim Liegenanschlag etwas an der Waffe kaputt gegangen und dann hat sie vorm Stehendanschlag auf die Ersatzwaffe gewechselt, allerdings vor dem Betreten der Matte, und das ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, die Waffe abzusetzen, wenn man sich nicht auf der Schießmatte befindet. Sukalova, die Tschechin, also daher disqualifiziert, heute nicht dabei, und demzufolge Daria Domracheva virtuell jetzt schon im gelben Trikot auf Platz 1 liegend, und dass sie hier schlechter als 30 ins Ziel kommt, das ist so gut wie unmöglich. Laura Dahlmeier, die war 39 Sekunden zurück. Franziska Preuß direkt dahinter, 37 Sekunden zurück nach dem Schießen. Während Daria Domracheva jetzt schon wieder in der Abfahrt ist, unter der Straße hindurch und dann Richtung Anstieg zurück zum Schießstand. Ja, 3 weitere Sekunden konnte sie dort gut machen. Von 12 auf 15 auf Bescon den Vorsprung ausbauen und von 17 auf 21 sogar auf Henkel. Henkel und Dunkley. Klaus Siebert und 14.000 warten auf Daria Domracheva. Ein weiteres Mal jetzt im Liegendanschlag für die 27-Jährige, die schon 5-mal in dieser Saison auf dem Podest stand. Vor 2 Wochen in Oberhof Sprint und Verfolgung gewinnen konnte. Jetzt kommt neben mir Anaïs Bescon an, aber sie hat schon mit dem Schießen begonnen. Da nimmt die gerade erst Platz. Ja, tadellos Daria Domracheva. Sie schafft sich ein Polster für die beiden Stehendanschläge. Und jetzt Bescon, Henkel, Dunkley. Henkel schießt als Erste. Bescon hat lange gewartet bis zum ersten Schuss. War ein paar Sekunden vor der Deutschen da. Und Henkel mit der ganzen Routine spielt sie das dort aus. Und jetzt ganz oben schauen wir auf Preuß und Dahlmeier. Meckerrennen, Scardino, Eckhoff, 0. Bedingungen sind perfekt. Preuß beginnt mit einem Fehler. Dahlmeier schießt jetzt auch einen Fehler. Tja, die beiden jungen Talente, die beiden Zimmergenossinnen, die beiden Youngsters mit einem parallelen Rennen jetzt beide in die Strafrunde gemeinsam, werden also auch die dritte Runde gemeinsam laufen. Bescon, Henkel, Gregorin, Eckhoff, Meckerrennen. Es gibt jetzt eine große Verfolgergruppe, auch Scardino von 6 Leuten. Auch Tura Berger wird da noch ranlaufen. Also zum dritten Schießen wird Daria Domracheva erst einmal ihre Ruhe haben, aber dann kommt ein großes Paket mit Andrea Henkel mittendrin. Ja, 14. und 15. 1:22 der Rückstand von Dahlmeier und Preuß auf die Spitze. Franziska Hildebrand beginnt mit dem zweiten Schießen. Ja, und das kann sie doch. Das kann sie doch. Es ist für Hildebrand. Schauen wir erstmal auf Vanessa Hinz.
und das macht sie auch wieder gut, wieder fehlerfrei. Es ist für Hildebrand, Preuß und Dahlmeier nicht ganz unwichtig, heute hier noch ein paar Punkte zu sammeln, denn es ist das letzte Einzelrennen vor den Olympischen Spielen und nur die besten 15 sind automatisch für das Massenstartrennen in Sochi qualifiziert. Die anderen 15 Plätze werden erst durch die Leistungen in Sochi, das noch einmal der Jubel der Eltern von Tim Berg auf das Schießen von Andrea Henkel. Nur die besten 15 sind im Massenstart dabei. Die anderen 15 müssen sich in den Rennen in Sochi qualifizieren. Hildebrand im Moment 15. Preuß 17. Dahlmeier 19. Die brauchen so einen Platz um die 10 bis 13, 14. Je nachdem, wie die anderen denn so abschneiden, um noch unter die ersten 15 zu springen. Und aus Ruhpolding die Meldung, dass Katrin Lang den IBU Cup dort heute gewonnen hat, nachdem gestern die Mixstaffel gewonnen hat, ebenfalls mit Lang und Horchler. Also das in diesem Fernduell mit Vanessa Hinz. Eine Meldung vom IBU Cup aus Ruhpolding. Da werden sich die Trainer überlegen, wen sie als Nummer 6 nominieren. Wie gesagt, dann aber erst einmal als Reserveläuferin. Das ist die Verfolgungsgruppe. 35 Sekunden hinter Domracheva. Das waren nach dem Schießen 26. Also Daria Domracheva heute auf der Strecke wieder eine Klasse für sich. Meckerinnen Gregorin, die Slowenin. Die beiden slowenischen Trainer haben gestern beim Training hier für eine Einlage gesorgt, als sie sich plötzlich in den Schnee warfen und 20 Liegestütze absolvierten. Als kleine Geste für Anja Erzen, die am Tag davor im Sprint erstmals stehend fehlerfrei geblieben war. Anja Erzen, die Nichte von Janis Maric übrigens, seit dieser Saison im slowenischen Frauenteam, heute mit der 54 am Start. Jawohl, natürlich. Die Konkurrenz wird es hoffen, sportlich gesehen natürlich hoffen. Das ist diese Sechsergruppe. Und Anaïs Bescon, die ja in den Runden zuvor sich immer ein wenig lösen konnte von den anderen. Diesmal bleiben sie dran gemeinsam. Daria Domracheva, sie ist natürlich auch die große Favoritin bei den Olympischen Spielen in Sochi. Sie galt ja als Erbin von Magdalena Neuner. Sie war die große Rivalin vor 2 Jahren von der erfolgreichen Deutschen. Aber dann kam Tura Berger mit dieser Übersaison im vergangenen Jahr. Und stahl in die Show. Aber in dieser Saison, da wird Domracheva als Führende des Gesamtweltcups zu den Olympischen Spielen reisen und als große Favoritin natürlich mit Zukalova, mit Mäkäräinen, mit Berger. Mit den Ukrainerinnen auch, die hier nicht am Start sind mit ihrer A-Mannschaft, sondern nur die B-Mannschaft geschickt haben. Armin Auchenthaler und Klaus Siebert, die Trainer der Amerikaner und der Weißrussen. So, jetzt der Stehendanschlag. Die Ziele sind etwas größer, aber es ist eine ungleich schwerere Aufgabe, stehend diese 5 Scheiben zu treffen. Aus der Bewegung wird geschossen. Sie sehen es, es ist nicht mehr der kleine Ring, sondern es ist der große, der jetzt als Trefferfläche gilt. 11,5 Zentimeter groß. Jetzt muss sie in die Strafrunde und zwar 2-mal. Jetzt setzt sie ab, jetzt baut sie neu auf, schaut auf die Windfähnchen, die aber schlaff herunterhängen, nur ein wenig tänzeln. Zwei Strafrunden, also die Tür ist offen für die anderen. Das wird dauern, so ungefähr 44 Sekunden. Ich habe es gestern mal gestoppt, da haben die Strafrunden 22 Sekunden, 23 gedauert. Heute vielleicht etwas schneller, da es nicht mehr schneit. Die erste Strafrunde hat sie hinter sich, geht jetzt in die zweite. Bescon 0, Henkel 0. Henkel und Bescon werden jetzt in Führung gehen. Scardino und Mäkäräinen bleiben dabei. Und Daria Domracheva hat noch eine halbe Strafrunde zu laufen. Kuzmina mit dem Fehler. Bescon geht als Erste hinaus. Dann Henkel, Scardino und Mäkäräinen. Berger biegt ab in die Strafrunde. Und dort links sehen sie Daria Domracheva herauslaufen. Mit jetzt einem Rückstand von 10 Sekunden auf die Spitze, von 6 auf Andrea Henkel.
Das meinte ich, als ich sagte, sie läuft sich ein kleines Polster heraus vor dem stehenden Anschlag. Jetzt schauen Sie mal zu, Dunkley. Drei Fehler hat die schon geschossen. Franziska Preuß aber auch mit zwei Fehlern. Laura Dahlmeier möglicherweise mit zwei Treffern schon. Kann jetzt einen Satz nach vorne machen in die Top 10 vielleicht. Den Song fehlerfrei. Laura Dahlmeier jetzt aber auch. Und da hinten Franziska Hildebrand. Berger jetzt 8:54 Sekunden zurück. Und Laura Dahlmeier 10. mit einer Minute Rückstand. Franziska Hildebrand, zwei Treffer schon. Ja, 5 Treffer von ihr und Vanessa Hinz schießt den ersten Fehler des Tages. Da kommt dann auch noch gleich einer dazu. Da ist sie unruhig. Ja, da muss sie dreimal in die Strafrunde. 450 Extrameter für Vanessa Hinz, die sich vorgearbeitet hatte, so bis auf Platz 29. Aber jetzt wird sie natürlich wieder weit zurückfallen. Und das die Serie von Andrea Henkel, die wieder ruhig, konzentriert geschossen hat. Sensationell, was sie anbietet hier am Schießstand. Und da kommt abermals die amerikanische Rassel für Andrea Henkel. Sie wird hier bleiben, das amerikanische Team bleibt hier in Antholz. Und Andrea Henkel wird auch noch 4 Tage hier mit den Amerikanern wohnen. Dann direkt von hier nach Rittnau und fahren ins Trainingslager der Deutschen vor den Olympischen Spielen in Sochi. Also sie fährt gar nicht mehr nach Hause. Und Daria Domracheva hat, das war zu erwarten, die 10 Sekunden schon wieder herausgelaufen. Sie ist dran an der Vierergruppe, hat sie zu einer Fünfergruppe gemacht. Andrea Henkel dort jetzt auf Position 5 links, angefeuert von Rico Groß, einem der beiden deutschen Trainer neben Gerald Hönig. Tja, Andrea Henkel, die hat hier schon dreimal ein Verfolgungsrennen gewonnen. Zweimal war sie von Position 2 gestartet dabei, 2008 und 2010. Das erste Mal hat sie ein Verfolgungsrennen hier übrigens gewonnen, im Jahr 2000. Also sie ist einfach schon so lange dabei, als Andrea Henkel ihr erstes Weltcuprennen gelaufen ist. Da war Franziska Preuß 10 Monate jung. Und jetzt sind sie hier als Nummer 2 und Nummer 7 gemeinsam gestartet. Henkel jetzt links vor Domracheva. Und ganz stark dabei, Nadezhda Skardino. Das ist, sagt Klaus Siebert, die eigentliche Sensation gewesen. Nicht der 3. Platz von Domracheva, sondern der 8. Platz von Nadezhda Skardino, die zuletzt 3-mal hintereinander in den Top 10 war, nach einer krankheitsbedingten Pause im Dezember und Anfang Januar. Und sie ist, anders als Daria Domracheva, stehend eine Bank. Schießt 91% im Durchschnitt stehend. Andrea Henkel 84%, Bescond 77%, Domracheva 74%. Also das sind die Wahrscheinlichkeiten. Aber was passiert dann tatsächlich am Schießstand gleich, wenn es darauf ankommt? Dort Laura Dahlmeier. 10. war die nach den Schießen. 9. in der Zwischenzeit. Dahinter die Chinesin Song. Woche 30 gestartet. Starkes Rennen, fehlerfreies Schießen bis jetzt von der Chinesin. Und Andrea Henkel hat jetzt das Privileg, als Erste dort hineinzulaufen. Sie ist nach vorne gelaufen. Also, da werden jetzt ein wenig Körner gespart. Da zeigt jetzt keine alles. Da gehen sie alle ein wenig vorsichtig heran. Da kommt das Quintett hier ins Stadion. Jetzt wird es laut
in der Antolzer Arena, in diesem einmaligen, in diesem faszinierenden Stadion mit diesem tollen Bergpanorama umher. Jean-Paul Jacquinot, Trainer von Anaïs Bescon. Domracheva ist jetzt wieder nach vorn gelaufen, möchte auf der 1 schießen. Henkel wird auf Bahn 4 ihre letzten 5 Schuss des Tages abgeben. Macht es eine von diesen 5en? Oder kommt Kirill Eckhoff als lachende Sechste dort hinten ins Bild und profitiert von möglichen Fehlern? Die Entscheidung, jetzt oder auf der Schlussrunde. Bescon, Fehler. Domracheva, Henkel, Treffer. Domracheva, Fehler. Meckerinnen ebenfalls. Nur Henkel und Scardino bis jetzt ohne Fehler. Und Henkel hat schon 3 Treffer. Domracheva, 2 Fehler. Bescon, 3. Meckerinnen, 2. Scardino oder Henkel? Einer noch. Andrea Henkel, ein perfektes Schießen. Nadezhda Scardino, kann sie ihr noch folgen oder nicht? Sie wartet mit dem letzten Schuss. Sie musste neu aufbauen. Alle anderen müssen mehrmals in die Strafrunde. Was macht Scardino? Sie trifft. Sie ist die Einzige, die jetzt unmittelbar auf die Jagd von Andrea Henkel gehen kann. Das ist Wahnsinn. Das ist der Hammer. Andrea Henkel geht hier mit einem guten Vorsprung auf die letzte Runde. Auf die letzte Einzelrunde vor den Olympischen Spielen in Sotschi. Gewinnt die hier zum 22. Mal in ihrer Karriere einen Weltcup. 10 Sekunden dahinter ist Nadezhda Scardino. Und dann erst kommen die anderen. Tura Berger jetzt 0 Fehler. Und wir schauen auf Laura Dahlmeier. Jawohl, die schießt jetzt auch fehlerfrei. Domracheva 36 Sekunden Rückstand, Berger 38. Das sind natürlich die beiden stärksten Läuferinnen jetzt hier auf dieser Schlussrunde. Die werden Kirill Eckhoff das Leben sehr, sehr schwer machen. Aber auf 2 Kilometern 36 Sekunden auf Henkel wegzumachen, das ist kaum möglich. Laura Dahlmeier, klasse, geht als Sechste raus. Franziska Hildebrand, einen Treffer, 2 Treffer. In der Mitte die Grafik für sie. Ja, der Letzte geht daneben. Sie muss noch einmal in die Strafrunde. Und auch Franziska Preuß muss ein weiteres Mal in die Strafrunde. Bleibt bei dem einen Fehler. Aber was hat sie gemacht heute, Andrea Henkel? Unglaublich. Diese Leistung am Schießstand unter diesem Druck. Da hat sie ihre Routine ausgespielt. Es ist nicht zu fassen, im Gesamtweltcup 10. beste Deutsche, wieder einmal. Und dahinter kommt Scardino. 10 Sekunden war der Abstand. Kann die Andrea Henkel dort nochmal gefährlich werden? Das ist Kirill Eckhoff und dahinter kommen die beiden, Berger und Domracheva. Die schenken sich dort natürlich nichts. Auf der Jagd nach Kirill Eckhoff im Kampf um Platz 3. Domracheva muss jetzt sogar ein wenig abreißen. Und jetzt kriegen wir mal eine Zeit. 10 Sekunden, was ist raus geworden? 5. Sie hat es halbiert und es ist ein wenig mehr als die halbe Runde vorbei. Was passiert dahinter? Der Kampf um Platz 3. Kirill Eckhoff. 20 Sekunden und die Uhr bleibt stehen bei 25. Und Domracheva muss ein wenig abreißen lassen jetzt. Tura Berger zieht davon. Und Berger und Eckhoff haben 13 Sekunden getrennt. Andrea Henkel, der letzte lange Anstieg auf der Huberalm. Noch einmal richtig beißen. Jetzt kommt es darauf an, nicht zu viel Zeit zu verlieren. Auch im Übergang, dann wenn es wieder in die Abfahrt geht, dann den Schwung mitnehmen. Kirill Eckhoff, die spürt jetzt Tura Berger im Nacken. Die kennen sich natürlich, trainieren gemeinsam, die beiden Norwegerinnen.
Das wird sie nicht halten können gegen Tura Berger. Daria Domracheva dahinter. Die kann nicht mehr folgen. Andrea Henkel, Passler-Schikane über die Huberalm. Es wird immer enger, es wird immer enger. Jetzt noch einmal dieser leichte kleine Anstieg zur Huberalm dort links hinauf, wo ganz viele Zuschauer stehen. Dann hinter den Funktionsgebäuden runter, da wird es noch einmal ruhig und dann Fotofinish oder nicht. Es wird ganz eng, es ist die größte Qual für sie in dieser Saison bisher. Andrea Henkel, beißen, beißen, beiß dich dort rein in den Schnee, Andrea, beiß dich hinein. Es sind noch 400 Meter, das kannst du schaffen, Andrea. Oh, es sind noch 2,3 Sekunden. Jetzt noch einmal ganz kurz in die Hocke gehen, die Abfahrt unter die Brücke und dann hinauf ins Stadion. Eckhoff gegen Berger, das zweite packende Duell, auch da sind es noch 2 Sekunden. Norwegen gegen Norwegen. Dort verschwinden sie in die Brücke, da ist es noch mal kurz ruhig und dort tauchen sie wieder auf der Brücke. Jetzt noch einmal außen um die Strafrunde herum. Links Klaus Marquardt, der Teambetreuer, Andi Böhme, Gerald Hönig, alle sind sie da. Gerald Hönig, ihr Heimtrainer, seit Jahren betreut der Andrea Henkel. Seit mehr als 20 Jahren gehen sie gemeinsam und jetzt auf dem Weg zum 22. Sieg. Es sieht danach aus. Berger ist hinten vorbei an Eckhoff. Aber was passiert vorne? Jetzt noch einmal um die Ecke. Und dann ist Andrea Henkel auf der Zielgeraden. Sie kann das Ziel jetzt schon sehen. Getragen von 14.000 auf dem Weg zum 22. Sieg. Und das wird reichen für Andrea Henkel. Das reicht. Sie schafft es. Sie verteidigt den Vorsprung und gewinnt die Generalprobe zu den Olympischen Spielen. Andrea Henkel vor Scardino. Und dann Berger auf Platz 3. Aber was für eine Runde, was für ein Rennen von Andrea Henkel aus Oberhof. In ihrer letzten Saison der 22. Sieg. Zuletzt hat sie gewonnen im Februar 2011, ebenfalls eine Verfolgung in Fort Kent damals. Und Daria Domracheva, bis zum letzten Schießen war sie auf Siegkurs und dann 2 Strafrunden, 5. 30 Sekunden zurück, die Weißrussin. Laura Dahlmeier mit Platz 7 am Ende dürfte es für sie reichen, im Gesamtweltcup unter die besten 15 zu springen. Dort Anastasia Kuzmina mit Kaiser Mäkeräinen. Starkes Rennen von Kuzmina, von 16 gestartet. Kämpft jetzt hier gegen Mäkeräinen um Position 8. Und Mäkeräinen, die realisiert das gar nicht, macht dann da zum Schluss noch ein paar schnelle Schritte. Ja, Fotofinish, das hat Kaiser Mäkeräinen ein wenig verdaddelt dort im Schlusssprint. Aber Andrea Henkel, die schon ein wenig gezweifelt hatte im Dezember, als es im Stehenschießen nicht so richtig klappte, die steht heute ganz oben. Anaïs Bescon im Fotofinish mit Ann-Christine Flattland von 1 gestartet, kommt Bescon als 11. oder 12. ins Ziel, je nach Auswertung des Zielfotos. Also die 26-jährige Französin musste ein wenig Lehrgeld zahlen heute. Zum ersten Mal von der 1 in ein Verfolgungsrennen startend. 17. Franziska Hildebrand. Gutes Rennen für sie, von 39 vorgelaufen. Und dahinter, hoppala, da trudelt als 4. Deutsche Franziska Preuß auf der 21 ins Ziel. 5 Schießfehler heute von ihr. Vanessa Hinz, die letzte, auf die wir warten, die war 42. nach dem 4. Schießen. Wie Preuß mit 5 Schießfehlern. Konnte also ihr gutes Schießen von gestern heute nicht bestätigen, Vanessa Hinz. Und dann Susan Dunkley dort links mit der Nummer 4 gestartet, eben auch in aussichtsreicher Position, ebenfalls mit 5 Schießfehlern, 2,47 zurück als 24. Das ist der Charakter des Verfolgungsrennens. Dahlmeier von 21 auf 7, Song, die Chinesin, von 30 auf 10 vor, Hildebrand von 39 auf 17
Schumilova, die Russin, von 38 auf 19. Also Sprünge sind möglich, aber eben auch in die andere Richtung, wie gerade bei Susan Dunkley gesehen, die eben von 4 auf 24 zurückgefallen ist. Auch Franzi Preuß von 7 auf 21. Aber das, was heute Andrea Henkel hier angeboten hat, das ist das, was hängen bleibt. Und da kommt Vanessa Hinz. Wie gesagt, 42. war sie nach dem Schießen. Hat da, glaube ich, noch zwei Plätze gut gemacht. Oder einen zumindest. Kommt, glaube ich, gleich als 41. dann ins Ziel. Da werden sich jetzt die Trainer mit befassen, wen sie als sechste Frau, als Ersatzfrau für Sochi nominieren, ob Vanessa Hinz hier oder eben Katrin Lang oder Nadine Horchler. Alle drei hatten ihre Chance im Weltcup. Keiner hat sie so richtig genutzt. Aber das alles ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende heute ist der 22. Weltcup-Sieg von Andrea Henkel. Zum 8. Mal in einer Verfolgung insgesamt. Zum 4. Mal gewinnt sie hier eine Verfolgung vor 4 Jahren, vor Magdalena Neuner damals und an Christine Flattland. Und heute von 2 gestartet, hat sie sich die ganze Zeit ein wenig im Windschatten aufgehalten, hat ruhig und konzentriert geschossen, wusste ihre Stärke, das ist der Schießstand hier. Daria Domracheva sah aus wie die Dominierende, aber dann im Stehendanschlag als Domracheva ihre Strafrunden schoss, da war Andrea Henkel zur Stelle. Blieb fehlerfrei, auch die anderen patzten und sie verteidigte den Vorsprung von 10 Sekunden auf Scardino auf der Schlussrunde. Und darf sich freuen über den ersten deutschen Sieg in dieser Saison einer Frau im Weltcup. Also eine überragend gelungene Generalprobe für Andrea Henkel, die vor Scardino und Berger gewinnt. Laura Dahlmeier ebenfalls mit einem klasse Rennen auf Platz 7 dürfte sich damit eine Position im Massenstart in Sochi gesichert haben. Ganz großartig für Laura Dahlmeier, die auch erst 20 Jahre alt ist, das dürfen wir nicht vergessen. Und Franziska Hildebrand als 17. ebenfalls stark. Und jetzt wollen wir hören, was Andrea Henkel zu diesem tollen Rennen zu sagen hat.